Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Holzer Map Holzer Challenge mit dem Maschira. Grüß dir. Hallo. So, immer noch gleich wie am Montag auch schon Ballen verräumen. Ne? Wir haben so viel Ballen rumliegen. Der Maschira ist so fleißig am Pressen. Ich schaffe das gar nicht alles wegzubringen. Und schauen wir mal, ob wir lange heute noch verkaufen. Weil wir müssen auch noch die zwei großen Anhänger oben auf der 30 abholen. Auf dem ehemaligen Kartoffelfeld. Das sollte man aber heute, glaube ich, hoffentlich auch noch schaffen. Dann werden wir die mal ausleeren. Im Rohr ist auch noch so ein bisschen was drin, aber wirklich ganz, ganz wenig nur mehr. So 300 Liter, glaube ich. Die auch nochmal ins Lager kippen und dann werden wir mal schauen, dass wir die 4 in Angriff nehmen. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Das dauert doch nicht. Also wir bringen jetzt den Wagen noch weg und dann noch einen. Weil dann haben wir wirklich so das Maximale, was du so haben kannst. Pro Anhänger bekommen wir momentan 64.000 Euro, was halt einfach unglaublich ist. Das sind das für 4 Anhänger sind das schon 250.000 Euro. Also das ist eine Viertelmillion für 4 Anhänger. Das ist schon so ein sehr, sehr schmackhafter Fall. Ne? Wir haben euch ja letztes Mal gefragt... Irgendetwas stimmt mit Hasi nicht. Ja, ist richtig. Wir haben euch ja letztes Mal gefragt, in welche Richtung wir noch investieren könnten. Der Maschira hat dann nach der Aufnahme noch gesagt, ja, das erfahren wir jetzt in 2 Wochen. Weil wir werden diese und nächste Woche werden wir komplett vorproduzieren müssen, weil ich am Wochenende in Erlangen bin zur FSL, zum FSL-Finale. Das heißt, Dankeschön auf alle Fälle für die geschriebenen Kommentare. Wir werden uns das anschauen, aber erst in 2 Wochen ungefähr zur Anwendung bringen. Davor keine Chance. Bin ich nicht dort. Maschira, wer glaubst du, wer holt sich das Ding? FSL? Also ersten Platz tendiere ich mit Trelleborg. Ja. Und unsere Jungs, denke ich, ziemlich weit vorne. Ich habe, also... Also Mittelfeld bis... Ja, doch, Mittelfeld glaube ich. Ich glaube nicht, dass sie gleich als erstes ausscheiden werden. Aber ich sag dir, wie es ist. Also alles andere als ein Gesamtsieg von Trelleborg wäre eine Überraschung. Es sei denn, die sind... Stark ja. Mit dem Handicap oder so. Das kann ich mir nicht. Also, die haben schon sehr viel Routine. Wie beim. Wie hieß er jetzt? Ja, ja, gut. Da war ja mal einer, der hatte, glaube ich, einen Unfall oder so. Ja, mit dem Handgelenk, ja. Ja. Ja, schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich vor das Wochenende bereits schon. Und bin wirklich verdammt gespannt, wer sich das Ganze holt. Wie gesagt, alles andere als Trelleborg wäre eine Überraschung, aber es hat auch schon eine Überraschung gegeben. Also, so wäre es nicht. Sind wir mal gespannt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, liebe Leute. Wer glaubt denn, holt den Sieg? Wer holt den Gesamtsieg beim, oder beziehungsweise wer ist Weltmeister? Wer ist der erste Weltmeister in der Farming Simulator League? Ne? Weil der zweite ist ja dann nur mal der zweite. Aber der allererste, das ist schon ein ganz besonderer Titel. So, und da in den Kommentaren schauen, dass ich mal Innenansicht fahren soll, werde ich zumindest auf den Fahrten mal ein bisschen Innenansicht fahren. Auf den... Fahrrouten? Ne, wie nennt man das? Auf den langen, längeren Strecken auf alle Fälle. So, da liegt nichts mehr, glaube ich. Dann haben wir hier noch 3 Stück. Dann ist die Fläche schon mal wieder freigegeben. Hier unten müsste eigentlich nichts mehr liegen. Nö, das ist ein Trampolin. Oh. Ich fahr unten rum. Wo musst du jetzt noch hin, Maschira? Bei unseren anderen Wiesen. Ach, die haben auch noch, ne? Oh Gott. Oh, aber Gott. Ich hab den... Ballenzelle beim letzten Mal resettet. Ja. Ich habe bis jetzt 91 Ballen hier. Schön, rein. Schön, schön, schön. Nur von dieser Runde, oder wie? Ja. Ja, gut, okay. Nee, das kann man auch so machen, ja, also. Alter Schwede. Ich war mal neugierig. Naja, ich...
Warum wundert mich das jetzt nicht, dass wir so viel Geld am Konto haben? Aber ja, natürlich, ne? Wir haben das halt langsam aufgebaut. Wir haben das perfektioniert und mit Maschira natürlich auch einen sehr, sehr guten Fahrer, wenn die Maschine auch will. Dann geht das auch. Irgendetwas stimmt mit Hasi nicht. Betriebskosten Fahrzeuge, welche war das? Der Krone. Ah, der Krone, okay. Ja, aber das musst du mir sagen. Weil wenn da waren gerade ein paar Schrauben locker. Weil wenn das die Sämaschine ist, dann werde ich das den Jungs weiterverrechnen, weißt du? Nee, nee. Okay, der Krone kannst du... Ne, hab ich ja gesehen, dass der Zustand ist, also... Ja, ja, gut, dann ist das, wie es ist. Alter, liegen auch noch Ballen. Willst du mich verhauen, People? So, da sind noch zwei. Und dann hier drin noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also Maschira, wenn du dir ein Fahrzeug aussuchen willst, was du willst, ne? Kannst dir gönnen, was du dir vornimmst. Fällt mir jetzt keiner ein. Okay. Gut, vielleicht ist es auch nicht schlecht, dass wir jetzt sparen, weil wenn uns irgendwas dann extrem fehlen würde, dann können wir das einfach für sehr, sehr, sehr viel Geld kaufen von den anderen, weißt du? Weil wenn ich irgendwas 100.000 Liter kaufen will und ich biete der Mannschaft da irgendwie 200.000 oder 300.000 Euro, dann sagt jeder ja, weißt du? Und wenn uns das für den Gesamtsieg hilft, dann passt das ja. So, das ist erstmal die letzte Fuhre für heute, die ich wegbringe. Danach werde ich mich um die Kartoffel kümmern und die Bodenbearbeitung weitermachen. Damit das auch lübt. Sonst, wenn das langweilig ist, Maschira, kaufen wir noch einen Roper. Ja, wir haben's, ja. Ach, was da bitte. Gucci-Hof, weißt du, also. Was soll da noch passieren? Oh, das war nicht gut. Ah. Das war gar nicht gut. Etwas zu steil da reingedonnert, du. Na kö. So. Jetzt habe ich den Preis gar nicht geschaut. Ja, es war noch gleich viel. Haben wir noch irgendwo Schulden? Nee, ne? Nicht, dass ich wüsste. Ich auch nicht mehr. Da weiß ich nicht, dass wieder irgendeiner um die Ecke kommt und sagt, wir bekommen noch was von euch.
So, ich lass mal den Unimog hier unten an der Straße stehen. Also schon hier oben, aber dass man noch aufs Feld fahren könnte, weil sonst vergesse ich das wieder. Und schnabulieren wir dann schon mal den JCB. Der steht hier. Achso, du bist schon oben, ja moin. 60.000 Liter Kartoffelgas haben wir hier drin, meine Güte. Das heißt, abladen. Ja. Aber ich glaube, dass der New Holland tatsächlich nicht der stärkste ist, ne? Weil mit zwei vollen Anhängern hat er auch zu tun, du. Ja, da verkackt er schon, ja. Irgendetwas stimmt mit Hasi nicht. Also ich glaube, Ron und Simon haben auch die ganzen Ballen verkauft. Deren Ballenlager ist leer. So, einmal Abladinski. Ich geh mal Traktor gucken. Ich hätte einen Ersatztraktor zum New Holland, aber der ist teuer. Was meinst du mit teuer? 400.000. Ach. Ach, soll da gar nichts was. Wir haben's doch. Ja, das ist richtig. Warte mal, jetzt muss ich hier mal reinquetschen. Hier liegen ja noch Ballen rum. Ja, was immer. Was soll ich dir sagen, Maschira? Warte mal, jetzt gucke ich mir nochmal an, was ein Zuschauer geschrieben hat. Es gibt nämlich einen großen Anhänger. Ah, da gehen ja auch nur 48.000 Liter rein. Der hier, 59. Der ist zu groß. Der hier, 43.000. Ist ja nix. Da ist nix Platz in den Drecksanhängern. Na, dann bauen wir keinen. So. Kartoffelkäse sind voll. Zuckerrüben sind voll. Das sieht gut aus. So, das heißt, wir machen jetzt einmal den Roder leer und fangen dann gleich an hier unten. Auf der 4. Da haben wir irgendwas, glaube ich, Karotten oder sowas drauf. Huch! Ah, können wir auch unten entladen. Das heißt aber, wir müssen nochmal so ein halbes Feld Kartoffeln müssen wir nochmal machen oder so ein kleines Feld. Weil wir haben jetzt so ein bisschen zu wenig für Uwe und für Boxe. Was natürlich nicht so optimal ist. So, Rudinski. Ja, 1000 Liter sind da noch drin. Mein Ding jetzt. Oh, ich bin vom Server geflogen. Oh nein! Maschira, hörst du mich noch? Maschira!
bin vom Server geflogen. Gut, kann man nichts machen, ist wie es ist. Liebe Leute, wir sind eh fertig für heute. Ich danke herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.